Nun komme ich endlich zu dem versprochenen Video, was ich gelernt habe durch die Reise meines Katers Steve. Ich habe es im letzten Video schon gesagt, aber vielleicht haben es viele noch nicht gesehen. Alle, die mir da Mitgefühl geäußert haben, weil mein Kater nicht da ist. Gleich vorweg, er ist wieder da nach 7 Tagen. Da gibt es doch auch irgendwas in der Bibel mit 7 Tagen. Und die 7 Tage waren halt so, dass er zwar weg war, aber ich gelernt habe daraus. Und zwar, der Verstand hat eine ganz wichtige Aufgabe, und zwar zu beobachten. Mir wurde diese Schule deswegen gemacht, weil ich dazu beauftragt wurde, euch von meinen Beobachtungen über meine Emotionen zu schildern, weil ich das des Öfteren mache. Ich habe natürlich wieder kein Konzept, wann welches Thema kommt. Ich rede einfach drauf los, wie immer. Und überlege natürlich währenddessen, was ist gescheiter, was ich vorher sage. Aber vielleicht ist es auch gescheit, genau so zu beginnen, chronologisch zu beginnen. Und zwar ist es so, dass wir ja mit unseren Gedanken manifestieren. Und auch mit unseren Gefühlen vor allem, ne, manifestieren. Und die Tage zuvor war es, also bevor mein Kater verschwunden ist, na, eins möchte ich noch vorher weg sagen. Ich habe nie gesagt, dass er gestorben ist oder dass er nicht mehr unter uns weilt. Ich habe gesagt, er ist gegangen, weil ich nicht wusste, wohin. Weil ich nicht wusste, ist er jetzt wirklich in den Katzenhimmel gegangen oder mir ist auch ein Portal gezeigt worden zur neuen Erde, dass er sich dort befindet. Womöglich war er auch dort. Warum, sage ich später. Also, noch einmal zu den Gedanken, was ich davor gehabt habe. Und zwar seit längerer Zeit, weil ich habe insgesamt 5 Katzen. Da gibt es einmal die Betty mit ihren 2 Buben. Also wir wollten eine und hatten dann gleich 3. Und dann gibt es noch 2 Katzen, die mir zugelaufen sind. Das ist der Steve, der eben abgängig war, und der weiße Kater Fuchur, der taub ist. Und jetzt ist es so, dass ich mir immer, also meine Patty, meine schwarze Katze und einer ihrer Söhne, der Speedy, liegen bei mir immer im Bett. Und wir kuscheln jedes Mal. Und beim Einschlafen. Und da war irgendwie so immer der Gedanke, die gehen mal jedes Mal ab, wenn sie einmal nicht im Bett sind. Und da war immer der Gedanke, oh, was ist, wenn die überhaupt nicht mehr da sind und traurig und Ding. Und ich habe es manifestiert. Mein Team hat mir gesagt, ja, sie haben mir diese Gedanken geschickt, damit ich es auch lerne daraus. Ne? Weil man gedacht hat, warum denke ich immer so? Und sie haben mir die Gedanken geschickt, damit ich daraus meine Konsequenzen ziehen kann, was sie da manifestiert. Aber sie haben das mit einer anderen Katze gemacht, damit ich ja sehe, dass man sehr wohl manifestiert, aber nicht immer genau das Besondere, weil das ist auch oft, dass viele glauben, ihr Wunsch wurde noch nicht erfüllt, aber er wurde erfüllt, aber halt ein bisschen anders. Ne? Und damit man da halt das besser erkennen kann. So, jetzt ist so, dass mein Kater eben dann auf einmal weg war. Das heißt, er geht immer am Abend fort, kommt aber dann wieder zum Essen, haben wir nichts gedacht, wir waren da müde, sind rechtzeitig ins Bett gegangen und am nächsten Tag war er in der Früh nicht da. Gut, kam auch gelegentlich vor, doch spätestens um 10 Uhr Vormittag ist er da und da bin ich dann suchen gegangen. Nichts, wie von Erdboden verschluckt, wir haben nichts, ich habe ihn nicht gefunden. Ich habe versucht mit Pendeln, aber das war natürlich erfolglos, weil das Pendel
für mich eigentlich was ist, wo ich nur körperlich etwas auspendle, so wie bei kinesiologischen Tests, die ja auch auf den Körper oder auf die Person geht und nicht jetzt auf irgendwelche Ereignisse. Und so habe ich auch mit meinem Pendel. Trotzdem habe ich es probiert gehabt, auch mit kinesiologisch. Und es hat einfach nicht hingehaut. Und es ist auch so, dass man selbst, wenn man in einer gewissen Sorgenfrequenz gerade ist, ist man nicht in der Mitte und dann funktioniert das Ganze sowieso nicht. Ja? Aber es kam einiges, was nachher sehr interessant war. Das erste war gleich einmal für mich, okay, wenn der jetzt nicht nach Hause kommt, was macht das jetzt mit mir? Wie reagiere ich? Was ist Trauer? Ich habe schon vor Jahren einmal eine Katze verloren und habe fürchterlich geweint und habe mir Fotoalben angeschaut und ich bin richtig in diese Trauer, in dieses Weinen und so verfallen, habe aber mich nicht beobachtet. Das ist schon so viele Jahre her. Da habe ich das Ganze noch, sagen wir so, mir war das noch nicht bewusst, was alles geschieht. Also ich habe noch keine Bewusstseinsforschung gemacht. Und jetzt ist es für mich interessant, wie bewusst ich mir schon bin, ne? Dass ich bin. Und dadurch habe ich gesagt, okay, ich werde das jetzt beobachten. Und das macht der Verstand, das Beobachten. Das ist nicht automatisch, sondern du musst es wirklich beobachten. Und sowas machst du eben mit dem Verstand. Und der Verstand lernt daraus. Und deswegen ist gut, wenn man da den Verstand einmal einsetzt. Wo ich oft sage, ich tue den Verstand auf der Seite, das ist, wenn ich etwas Mediales mache, weil das kapiert er nicht, das ist unlogisch und dadurch muss ihn auf die Seite geben. Aber jemanden zu beobachten, das kann er ja. Weil wir haben ja als Kind auch durch Beobachtungen gelernt. Also es wurde uns etwas gezeigt und wir haben es nachgeahmt und gelernt. Also kann der Verstand sehr gut beobachten und wir lernen daraus. Und für mich war halt interessant, verfalle ich in eine Sorge, verfalle ich in eine Sorgenenergie, was gleichzeitig eine Angstenergie ist, oder komme ich irgendwie in eine Ruhe, so wie alles ist okay und fühle mich dann vielleicht kaltherzig, was manche für manches so rüberkommt, wenn ich eben von Trennung oder sonstigen spreche, wie zum Beispiel, da habe ich gesagt, auf der 3D-Erde, oder wenn eine Katze nicht mehr da ist, nur das Ego, das ist, was das streichen will. Und das kommt kaltherzig rüber, aber es ist einfach Fakt. Ja? Es ist das Ego in einem, der den haben möchte. Ich wollte generell nur mal wissen, geht es ihm gut, muss er leiden? Das war für mich ganz wichtig und mein Team hat mir da sofort geantwortet und klar geantwortet, nein, er leidet nicht. Und vor allem Katzen und was viele auch nicht wissen, auch Hunde, weil Hunde schlafen auch sehr viel. Wir glauben immer, sie schlafen und nur die Katzen sind die meditieren. Nein, die Hunde auch. Sagen wir so, meditieren dann eher die Katzen, weil sie sitzen da und hören, also die meditieren. Aber im Schlaf sind wir Astralreisende und das ist Hunde und Katzen gleich. Also ein Tier ist halt so, wenn sie jetzt krank wären oder eben, wie bei Steve in dem Fall, eingesperrt sind, dann ist es so, dass sie auch ja die Zeit nutzen zu schlafen und begeben sich auf Astralreisen. Und Katzen sind eben die Meister der Meditation und Astralreisen und sind da unterwegs. Und es ist so, als ob sie sowieso heraus sind und sowieso unterwegs sind. Und nur der Körper ruht halt. Ne? Und deswegen leidet er nicht. Also für mich war halt nur, hoffentlich ist ihm nichts passiert und deswegen leidet er. Aber wie auch immer, es bleibt
es kommt aufs selbe heraus, sie leiden nicht. Und wir leiden, weil wir uns, weil uns das so gelehrt wurde, ne? Uns wurde das ja immer wieder überall gesagt, dass wir wurden ja in Angst und Sorge auferzogen. Und ja, deswegen haben wir immer noch dieses Empfinden. Und ich, bei mir war es so, dass ich eben meine Trauer und Ruhe immer so in Wellen kam, bis ich total ruhig wurde und sage, okay, der kommt jetzt nicht mehr. Und ich war total ruhig und habe das irgendwie komisch gefunden. Warum bin ich jetzt so ruhig? Eigentlich sollte ich ja Angst haben, Sorgen haben. Aber ich war in totaler Ruhe, wo ich später dann begriff, das war eine Art Telepathie. Er war ruhig und dadurch war ich auch ruhig. Ich habe seine Ruhe empfunden. Wir fuhren dann einkaufen und da waren wir unterwegs und ich sehe auch, wie die Bäume und alles nur an mir vorüberzieht. Ohne etwas zu fokussieren, habe ich das nur vorüberziehen lassen und habe das sogar genossen, einmal keinen Fokus auf etwas zu haben. Und da ist bin ich drauf gekommen, es ist auch eine Phase der Gleichgültigkeit. Mir war es wurscht, was alles in dieser Matrix geschieht. Also wenn ihr euch einmal beobachtet bei einer Trennung, wo diese Welle kommt zur Ruhe, wo da eigentlich alles wurscht ist. Die Leute kommen zu dir, hast du schon gehört, hast das schon gehört? Und die Wahlen, wie sind die ausgegangen? Und was macht die Regierung alles? Und jetzt geben sie uns wieder Lebensmittel und die sind eh nur Gift. Und jetzt sprühen sie uns schon wieder voll. Und lauter so negative Sachen. Es ist dir dann so richtig wurscht, weil du hast eigentlich nur den Fokus der Trennung. Nur diese Trauer eigentlich, diese stille Trauer ist es einmal. Ja? Und da ist da alles wurscht. Da ist die Matrix egal, was passiert, es ist wurscht. Und dieser Zustand, den habe ich beobachtet und eigentlich für angenehm empfunden. Und da habe ich gedacht, siehst, das könnte man jetzt als kaltherzig sehen. So quasi, ja, geht dir das nicht nahe, dass da Leid in der Welt passiert? Und mir war es egal. Egal, ob Firmen zugrunde gehen und woher ich jetzt mein Essen bekomme oder so. Es war mir alles egal. Und das war ein schönes Gefühl. Darum finde ich auch bei der Trennung, man muss, wenn du dich beobachtest dabei und einmal schaust, was du da fühlst und überlegst, wie dir das Gefühl gerade gefällt, dann kommst du drauf, dass es sehr schön ist. Und das Nächste ist, wenn du dieses eben beobachtest, dann hast du es quasi gelernt. Dann lernst du daraus. Und das ist ja das, was die Seele möchte. Die will ja daraus lernen. Unser Verstand kann das nachher ein bisschen beobachten und lernt daraus. Und die Seele kann das nachher abspeichern. Und ich habe mir gedacht, okay, so ist es jetzt bei mir. Dann am Montag, also er ist verschwunden am, jetzt muss ich da mal genauer schauen, am 23.10. Das war ein Mittwochabend. Also am Mittwochabend ist er nicht mehr nach Hause gekommen. So, Donnerstag habe ich dann gesucht, am Freitag waren wir dann einkaufen. Samstag, Sonntag waren so diese Wellen. Und am Montag darauf war ich dann auf einmal die totale Trauer. Ich habe auf einmal geweint und mir gedacht, das gibt es ja nicht, was ist jetzt? Ich war auf einmal verzweifelt. Im Nachhinein weiß ich, dass das auch wieder Telepathie von meinem Kater war. Er war ja eingesperrt, wusste ich nicht. Und bemerkte dann auf einmal schon langsam so, jetzt wird es tragisch, jetzt komme ich da nicht mehr raus und war verzweifelt. Und diese Verzweiflung habe ich mitbekommen und ich habe nachher geweint. Und den ganzen Tag irgendwie, also so in Wellen, nicht jetzt den ganzen Tag durch, aber doch des Öfteren geweint und habe mir gedacht, nein, das gibt es ja nicht.
Ich wollte da schon vorher das Video machen, aber merkte, ich konnte nicht darüber reden. Sobald ich geredet habe, ist die Emotion hochgekommen. Und am Dienstag war es vorbei mit meiner Trauer, mit meinen Weinen. Im Gegenteil, am Dienstag bin ich dann auf einmal sowas von aktiv geworden. Ich habe einen Neuanfang begonnen. Ich hatte auch am Wochenende zuvor diese Gedanken gehabt, was ist, wenn alle Katzen weg sind, dann würde ich ja freier leben, auch wenn das jetzt wieder kaltherzig klingt. Aber man richtet doch sein Leben auf die Tiere ein. Und ich möchte mich ja gerne einmal mit euch treffen, so ein Meet and Greet irgendwo, was weiß ich, in Salzburg, was ein bisschen so mittig ist, wo jeder einmal hinkommen könnte, oder auch von mir aus Oberhalb in Bayern irgendwo, weil ich ja sehr viele deutsche Klienten und Anhänger da habe. Und dafür bedanke ich mich natürlich. Doch, es geht nicht. Ich brauche für zwei Katzen immer jemanden zu Hause. Denn diese zwei Katzen sind sehr vom Menschen abhängig, also von meinem Mann oder von mir. Also er müsste sich den Urlaub nehmen, damit ich weg kann. Und also das geht nie spontan und ist sehr schwer oft zu planen. Und auch so, ich kann nicht einfach sagen, okay, ich gehe jetzt schlafen. Nein, davor möchten einmal fünf Katzen auch versorgt werden. Und das sind so Sachen, da habe ich mir gedacht, okay, ich mache mich da richtig abhängig. Und das war auch so ein Gedanke, wo ich mir nachher noch denke, oh, kaltherzig irgendwie, aber ja, irgendwo ist es so. Und ich weiß, und das ist Fakt, sollten alle fünf Katzen vorher gegangen sein, bevor wir in der neuen Welt sind, dann werde ich mir hier keine Katze mehr nehmen. Aber irgendwie geht sich das sowieso nicht so aus. Ich glaube, also ich weiß, dass zwei Katzen auf alle Fälle mitgehen in die neue Welt. Und das wurde mir auch gesagt, dass sie in der neuen Welt, und da war auch Steve zwischendurch, weil ich ja das Portal gesehen habe, dass er dort ja nichts zu essen braucht. Da benötigt man nichts mehr zum Essen, weil sie, ja, wenn man ihnen ein Leckerli gibt, okay, dann nehmen sie das. Aber es wird ja nicht mehr geräubert und es wird nur gespielt und sie kommen und gehen, wann sie wollen, weil sie ja nicht mehr nach Hause kommen müssen, um zu essen und auch keine Angst mehr haben müssen vor irgendwelchen Feinden und somit überall schlafen können. Also es gibt auch keine Gefahren mehr und sie kommen gerne auf Besuch, aber es ist alles unabhängig, man ist nicht mehr voneinander abhängig. Und das ist ja das Schöne dann. Und jedenfalls ist es so, dass der Kater dann, gehen wir schon mal weiter, am Dienstag hatte ich eben dann diesen Neuanfang und habe Generalreinigung gemacht. Ja. Habe alles sauber gemacht. Ich konnte wirklich alles Mögliche machen und so. Und es war, ich hatte auch, genau, da habe ich Badezimmer gemacht und am Mittwoch, weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wann ich was gemacht habe, ist auch nicht so wichtig. Am Mittwoch jedenfalls war es so, dass ich dann den Essplatz, wo eben Fuhur und Steve waren, habe ich dann auch umgeändert, dass nur mehr für eine Katze ein Platz dort ist und das eben für den Fuhur, denn die waren noch dazu beste Freunde oder sind beste Freunde. Steve war der Einzige, der mit Fuhur spielt oder ein bisschen herumrangelt und ja, weil die anderen sind schon zu alt. Also da ist einmal der Snorre, der mag sowieso alleine sein, der mag das nicht, da mit jemandem spielen. Die Betty hat vor jedem Angst, beziehungsweise will sie Chefin sein und da haben alle ihr zu gehorchen. Und der Speedy hat halt ein bisschen schon Wehwehchen, der würde schon mit ihm manchmal spielen, aber es geht halt nicht immer jetzt wieder besser, also manches Mal spielt er eh mit ihm, aber sehr selten. Und dann bleibt halt in der Steve und auf den freut er sich immer. Und der hat wirklich auch gewartet und gewartet und gewartet und mir ist aufgefallen, dass er auch weniger gegessen hat.
Da habe ich jetzt was noch vergessen. Und zwar eben von dem Donnerstag, wo ich ihn dann schon gesucht habe, auf Freitag, habe ich darum gebeten, er soll sich bitte bei mir zeigen, im Traum. Doch es war nicht im Traum, ich habe in der ersten Nacht ja nichts erwartet, aber es war gar kein Traum, sondern es war tatsächlich astral. Und zwar, das war gegen am frühen Morgen, aber wie ihr wisst, jetzt ist es noch sehr finster in der Früh. War so, dass ich etwas geträumt habe, habe ich mir nicht mehr gemerkt, weil es auch in dem Moment auch nicht mehr wichtig war, weil ich habe mich dann umgedreht im Bett und als ich dann wieder die Augen öffnete, kam mein Kater, kam das Tief, das Bett hinauf zu mir, so wie ich eben gelegen bin und ich sagte ihm, na, hallo Schätzchen, wo warst denn du? Und streichel drüber und in dem Moment mache ich tatsächlich die Augen auf. Ich war in derselben Position, wie ich ihn gesehen habe, nur es war dann wieder finster und nicht so hell, wie ich ihn gesehen habe. Und diese Worte, die ich gerade gesagt habe, halten noch in meinen Ohren nach. Also bemerkte ich, er war tatsächlich hier astral. Also sie sind ja astral unterwegs. Und zu diesem Zeitpunkt war sie der Schlafdämmer. Ne? Das ist ja nur zur Dämmerung, da wacht er dann auf und geht fort. Und da war sie noch finster. Und ja, das war an diesem Tag. Und dann eben kommen wir jetzt zu dem Mittwoch, wo ich dann den Katzenplatz alles wieder neu eingerichtet habe. Mit einem anderen Tableau, damit nur eine Katze dort ist. Und damit halt da nicht jetzt noch was fehlt. Und der Fucher hatte an diesem Tag auch das erste Mal so wirklich richtig Appetit und hat wieder ordentlich gegessen. Und ich hatte auch an diesem Tag eine Feldschau zu machen. Ich kam nicht hinein. Ich schaffte es nicht. Anscheinend war ich noch zu sehr doch damit beschäftigt, dass ich da in ein Feld einer anderen Person nicht reingehen konnte. Aber ich bekam ein anderes Bild. Und zwar Fucher, der weiße Kater, auf einer Glasplatte, auf einem Tisch, ne, Glasplatte, unten das Bild. Steve und sie spielten miteinander, konnten sich halt sehen und haben versucht, Pfoten zu fangen, aber konnten sich halt nicht berühren. So, am Abend, also wie gesagt, Mittwoch, den 23. am Abend, ziemlich um dieselbe Zeit, ist er verschwunden. Wie an den Abend Mittwoch darauf, alles so um 8 Uhr herum, ging mir dann mein weißer Kater ab. Denk mal, super, jetzt muss ich den auch noch suchen. Bin dann rausgegangen, habe mir gedacht, wo ist er denn? Sehe bei einer Garage, oder es ist so mehr ein Schuppen mit einem Garagentor, dass das offen ist. Und das ist halt eine Bekannte, das ist nur zwei Häuser weiter. Und da wurde gerade gebastelt anscheinend, weil sie war bei meiner Nachbarin gerade halt auf einem Café oder halt zum Tratschen. Und dann sah ich, dass mein Kater da drinnen irgendwo auf einem, nicht Regal, das ist so, ja, auf einer Anhöhe war, wo eine Leiter schräg gelehnt war, also so, dass ich nicht draufkraxeln konnte. Und war da oben voller Staub und ich versuchte ihn da runterzuholen und habe mit ihm geredet, auch wenn er taub ist, ich rede trotzdem mit ihm und habe versucht ihn da runterzuholen und habe mit ihm, was machst du denn da und Ding und redete mit ihm und habe ihn dann runtergeholt und in dem Moment, als ich rausgehe, höre ich, aus der Garage vis-à-vis ein Miauen, das nach der Katze meiner
Nachbarin geklungen hat, die hat auch so ein Miauen. Und von Steve kannte ich das Miauen nicht, der miaut eigentlich nicht beim Raufen, wenn es dann zu viel wird, dann quietscht er richtig laut oder wenn er was von mir mild macht, dann nur mehr nicht. Also man hört nicht wirklich was. So, und jetzt habe ich mir gedacht, okay, das ist jetzt die Munki, das ist die Nachbarskatze, gehe dann rein zu denen und sage nachher nur zu der Dame, die eben in der Garage ist, sage, du, mein weißer Kater war gerade drinnen, den habe ich mal rausgeholt, nur dass er nicht, man, bei ihr kann er nicht eingesperrt werden, sie hat nämlich auf der anderen Seite eine Öffnung, da könnte er raus und über die Mauer springen, also die Möglichkeit, dass er da wieder rauskommt, ist natürlich gegeben. So wie auch in der Garage von der Nachbarin, die hat selber ja die Katze, wo auch ein Katzen, also wo sie ein Loch gelassen haben. Auch bei dem Nachbarn, der hat ein Loch in den Schuppen, auch bei mir ist in der Garage bei der Tür ein Loch. Also bei uns können Katzen aus und ein überall. Gut, aber aus einer Garage, also zwei Garagen gibt es, wo es nicht raus können. Die eine, da habe ich schon einen Fucher zweimal rausholen dürfen. Und da war es so, dass ich eine Katze hörte. Ich rannte dann, habe das dann Nachbarin gesagt, du, ich glaube, deine Munki ist eingesperrt. Ich gehe mal rüber und hole sie. Ja, bitte. Und ich bin halt durch einen Garten da durchgegangen, schnell, damit ich am schnellsten Weg zu dem Haus komme. Und weil ich ja von dem Besitzer wusste, er hat gesagt, ich kann jederzeit in die Garage, die eine Tür ist eh offen, ich kann da jederzeit reingehen. Es war wohl Licht im Haus, ich hätte anklopfen können, aber das wollte ich dann nicht. Und habe einfach die Türe geöffnet und habe nachher der Munki gerufen. Ich habe gesagt, Munki, komm her. Und auf einmal schaut eine Katze rauf und ich denke mir, grau getigert, wir hatten noch eine grau getigerte Katze, ne? Außer mir. Ich habe drei eigentlich. Ne? Und in dem Moment, wo ich so überlege, wir hatten noch eine, kommt man drauf, nein, das ist doch der Steve. Sag, Steve, wo bist du? Bist das du? Und der kommt schon gelaufen und ist auf mir rauf. Und er hat eine Art, er kann umarmen. Er hat immer eine Pfote da und eine Pfote da und ist nur mehr beim Gesicht gewesen. Und ich bin dann den ganzen langen Weg, bin immer mehr durch den Garten gegangen von den Nachbarn, sondern bin halt den ganzen Weg entlang gegangen und der ist nur auf mir umgeblieben, der wollte nicht runter. So war die Befreiungsaktion. Er hatte dann nur einen Teil gefressen, gar nicht viel, also eigentlich überhaupt nicht ausgehungert, war auch nicht wirklich jetzt dünn. Ich meine, er hat immer ein bisschen, war immer ein bisschen stärker, jetzt war er ein bisschen schlanker vielleicht, aber nicht, er war nicht ausgehungert. Er hat nur ein bisschen gegessen, das Übliche, so wie immer, und dann ist er raus, Freiheit genießen, ne? Und später ist er dann wieder gekommen, um noch was zu essen, aber nicht so viel. Und in dieser Garage befindet sich auch Fischfutter und wahrscheinlich auch jede Menge Mäuse, weil es ist eher mehr ein Abstellraum, ein großer, wo nicht so viel geachtet wird drauf, sage ich jetzt einmal, als eine Garage. Also das ist nicht wirklich jetzt eine Garage, hat einen Garagentor. Und ja, das war eben dann Befreiungsaktion meines Katers. Und da dachte ich mir auch, was habe ich eigentlich von dem gelernt? Der Kater ist ein Wahnsinn, der ist nämlich sowas von hartnäckig, wie der zu mir gekommen ist. Es war so, dass er in einem Haus, das ist so drei Häuser in die andere Richtung, gelebt hat mit 9 weiteren Katzen plus 3 Hunden, also 10 Katzen, 3 Hunde. Und eigentlich auf engstem Raum, obwohl das Haus groß ist, aber sie selbst haben nur einen engeren Raum bekommen, weil sie durften nicht in die Küche, sie durften nicht ins Wohnzimmer, weil sie können das zerkratzen und da das runterschmeißen und, und. Ja, somit wurden sie auf engstem Raum gehalten und er ist halt mit den Hunden immer schnell raus in den Garten und ist halt immer abgeboscht und war bei mir. Es gab Schwierigkeiten mit der Besitzerin, dass der Kater nachher wirklich bei mir bleibt. Also wir haben da lange, weil er war hartnäckig. Ich wollte ihn immer verscheuchen, aber er ist geblieben. Er hat wohl gefaucht, aber er hat sich geduckt und ist geblieben.
und wollte mir eigentlich nur zeigen, er will bleiben. Und er ist jedes Mal dann rein und hat sie oben wieder versteckt. Er hat aber meine Katzen tyrannisiert, weil er das fressen wollte, was sie hatten. Und bis ich dann gesagt habe, aus, ich lasse mir meine Katzen nicht von ihm tyrannisieren und verscheuchen lasse, dass ich auch nicht so mit, habe ihm ein Futter gegeben in einem ganz anderen Zimmer und somit war Ruhe eingekehrt bei mir. Irgendwann haben die Besitzer das begriffen, also spätestens nach Silvester, wo sie nämlich nicht darauf geachtet haben, dass sie alle Katzen eingesperrt haben, sondern er ist da wieder davon geflutscht. Sie haben behauptet, der wäre drinnen gewesen. Nur meine Mutter hatte beobachtet, wie er bei der Knallerei zu mir rein wollte. Ich hatte aber alles zu, weil meine Katzen waren ja eingesperrt. Und er dann bemerkt hat, da ist nichts offen und dann in die andere Richtung geflüchtet ist. Also sie hat ihn nur panisch hin und her rennen gesehen. Als ich das gehört habe, ich habe leider nicht gesehen, weil sonst hätte ich ihn reinlassen. Als ich das gehört habe, habe ich gesagt, okay, es steht fest, ich schaue, dass ich den Kater zu mir bekomme. Und das war halt ein bisschen schwierig, weil der Besitzer hat immer noch das Recht dazu, er darf das einklagen und was auch immer, aber wir haben es dann geschafft, dass der Kater bei uns bleiben durfte. Später ist so, das Pärchen hat nachher alle Katzen abgegeben, weil sie haben sich getrennt und die Katzen wurden verteilt. Also ja, was kann man nicht mehr sagen. Gut, das war mir das eine. Aber ich habe diese Hartnäckigkeit, dass er bei mir bleiben darf. Daraus hat man viel gelernt und er ist immer hartnäckig. Das, was er will, da kann er schmieren, das kann man als Falschheit vielleicht sehen, aber ich sage, nein, es ist hartnäckig. Ich will das haben und ich kämpfe dafür und mache alles, damit ich das oder jenes bekomme. Und daraus können wir lernen. Wenn wir was wirklich wollen, dann bleiben wir drauf, bleiben wir hartnäckig. Und das ist einmal eine Lehre. Und das ist immer so, wenn du dich von jemandem getrennt, wenn du von jemandem getrennt wirst, dann denk mal nach, was hast du von diesen Menschen gelernt? Wo hast du auch Negatives empfunden und was hast du daraus gelernt? Hast du daraus gelernt, dass er eigentlich damit ja für sich dagestanden ist? Oder hast du daraus gelernt, dass du zu wenig für dich dagestanden bist? Ja, was habe ich daraus gelernt? Beobachte alles, ja, immer. Und irgendwas habe ich mir noch aufgeschrieben, was ich damit bemerkt habe. Und das ist mir jetzt aus dem Gedächtnis gekommen. Ah ja, ich weiß schon wieder. Und durch das Beobachten deiner Emotionen lernst du, und das ist jetzt, damit auch ihr einen Mehrwert habt, nicht nur die Geschichte erfahrt, obwohl ich ja damit schon zeige, beobachtet bitte eure Wesen, dann wisst ihr alles, was ihr so Emotionen habt, ist eine Lehre. Und je mehr du diese beobachtest und daraus lernen kannst, ist es dann auch erledigt, ja. Ausleben natürlich auch. Also die Trauer, wenn jetzt die Tränen kommen, dann auch rauslassen. Das Ganze rauslassen, die Emotionen richtig rauslassen, das gehört auch dazu, um zu lernen, damit die Seele das lernt, was hier an Emotionen noch da ist. Aber was kannst du noch damit beobachten? Und zwar, viele suchen ja noch immer nach ihrer Berufung. Und Emotionen rufen dich, ja? Also man freut sich ja auf was und weiß nicht auf was. Ja, weil man noch nicht richtig beobachtet, wo habe ich welche Emotion. Und du kannst dich beobachten, wenn du etwas für freudig empfindest. Ja? Wenn du bemerkst, boah, da geht mein Herz auf. Notiere dir das, was du gemacht hast, was da gerade passiert ist, was du gedacht hast oder war es eine Besprechung, oder war es ein Akt, den du gerade gemacht hast und du dich darüber freust? Das ist dann auch deine Berufung. Das heißt, notier dir alles, mach Punktesystem, mach Sterndeln,
Da habe ich mich so gefreut, da sind 5 Sterne. Und dann, naja, da sind 3 Sterne, 4 Sterne. Und dann schau dir mal genau an, wo du überall deine Freude empfunden hast. Also da geht es wirklich darum, jetzt zu beobachten. Und damit kommst du eigentlich mehr in dein Bewusstsein. Dir wird vieles bewusster und das sagt dir, dein Bewusstsein wird immer mehr und mehr dadurch erweitert und dir wird dann irgendwann auch bewusst, wer du eigentlich bist und dass du eigentlich nur in dieser Matrix lebst und alles wurscht ist. Ich lese immer noch Kommentare, wo manche sich über dieses oder jenes beschweren und Menschen sehen, die nicht das sagen, was sie gerne hören würden oder noch immer nicht aufgewacht sind, obwohl ich schon 5-mal rede, so in Andersdenken. Und sie fokussieren sich aber zu sehr drauf oder schauen immer diese Matrix sich an und dadurch sind sie eigentlich in einem, sie ärgern sich darüber, beziehungsweise sie machen sich Sorgen, warum der noch nicht aufwacht und der soll ja mitgehen. Und genau diese Energien braucht man ja nicht. Also fokussiert sich auf das, was gut ist. Fokussiert sich auf das, dass ihr aufgewacht seid, aber im positiven Sinne. Nicht jetzt, ich weiß von dem Leid, um Gottes Willen, sondern nein, ich weiß, dass das alles nur Illusion ist, dass das alles dazu gehört, um aufzuwachen, um zu erkennen, wer bin ich? Und den Fokus dann auf das hinlenken, wo ich hin möchte. Und dann verschwindet auch das andere. Sobald du den Fokus auf das Schöne hinlegst, auf die neue Welt hinlegst, ja, wirst du immer weniger und weniger von dem sehen, was in der alten Welt passiert. Nur so kommst du rüber. Wenn du weiterhin drauf schaust, was da alles passiert in dieser alten Welt, dann bist du ja da drinnen gefangen, dann bist du ja da drinnen involviert, weil du deine Gefühle und deine Emotionen da reinlegst. Dann bist du ja da involviert und damit bist du da drinnen. Willst du aber da raus, dann musst du auch mit deinen Emotionen raus. Und das kannst du nur, indem dass du deine Emotionen auf das verlagerst, was du haben möchtest. Verstehst du? So. Und so kannst du auch deine Berufung finden. Ich habe jetzt währenddessen noch einen Gedanken gehabt. Der ist mir natürlich wieder entfallen. Und wenn es wichtig war, dann fällt es mir entweder sofort wieder ein oder der kommt im nächsten Video, weil es dann vielleicht mehr darüber zu reden gibt. So, ich hoffe, ich habe euch jetzt da viel Mehrwert mitgebracht mit diesem Erlebnis, das ich hatte durch meinen Kater Steve. Und ja, wir sehen uns dann bald einmal wieder. Es geht bei mir wieder ein bisschen aufwärts. Denn viel im Haushalt, also ich wollte ja eigentlich alles noch sauber machen, geht nicht, wurde eingeschränkt. Meine Armgelenke sind tun ein bisschen weh, das heißt Stille, Ruhe. Und wenn du auch irgendwelche, also ich habe jetzt Gelenkschmerzen, eher Knöcheln und, also Handknöcheln und auch Fußknöcheln. Bei mir sind die Knöcheln dran. Es ist so, dass nämlich wir ja Hilfe bekommen von oben und das heißt, es geht alles jetzt noch schneller und unsere Körper müssen noch schneller umgebaut werden. Das heißt, es kann natürlich auch körperlich, physisch zu Problemen kommen. Es kann auch gedanklich zu Problemen kommen, so wie es bei mir eben war. Ich habe dann das Beispiel mit dem Kater gehabt, dass ich alles da durchgehe. Also es können Emotionen richtig hart werden, es können physisch der Körper irrsinnig hart werden, wir müssen da noch durch. Jetzt werden wir halt in Schnellverfahren durchgeleitet und das kann Ärger, Sorge, Ängste bringen, aber auch natürlich dann die Freude wieder. Also es zeigt da gleich beide Emotionen.
Und auch bei Schmerzen, sie können dann richtig heftig sein. Sie geben es dir aber so weit, dass du dir noch helfen kannst. Also bei manchen können sie nicht. Jeder ist anders schmerzempfindlich. Und die Frequenzen, die Wellen schicken sie ja gleichzeitig. Und es kann sein, dass halt manche mehr Schmerzen haben und die anderen weniger Schmerzen haben. Oder dafür halt blöde Gedankengänge. Und da möchte ich auch noch drüber sprechen, warum manches Mal so komische Gedanken kommen. Da kommt es aber zu einem eigenen Video. Ich habe jetzt, und dadurch es jetzt eigentlich ziemlich schnellläufig wird, habe ich auch das Gefühl, ich müsste jetzt viel mehr schnell Videos machen und hoffe, dass ich das auch schaffe in der nächsten Zeit. Ich habe mir deswegen ein paar Termine weniger eingetragen. Es ist wohl schon noch ein bisschen knapp, aber ich möchte mehr jetzt auf meine Projekte Termine setzen, habe aber trotzdem einige Termine. Das heißt, wenn du etwa einen Termin bei mir buchen möchtest, dann stell dich darauf ein, dass es 1 bis 2 Monate Wartezeit ist, weil wir haben dann schon Dezember, Weihnachten und da ist auch mein Mann nochmal zu Hause und dann möchte ich natürlich auch eine Woche, auf alle Fälle eine Woche mit ihm einmal in Ruhe verbringen, ohne irgendwelche Termine. Und deswegen, falls du rechtzeitig einen Termin haben möchtest bei mir, dass ich dir zum Beispiel die Karten lege und wenn es nur für nächstes Jahr ist, buche rechtzeitig, damit sich das alles ausgeht. Gut, also dann, alles Gute und bis zum nächsten Video.